Hallo und willkommen auf MX5 Roadtrips, dem Kanal über die Bergpässe der Alpen. Diesmal von der Höri, einer schönen Gegend zwischen Konstanz und Stein am Rhein und zurück von einer 3-Tages-Tour über 4 Schweizer Pässe, bei der erstmals die Insta 360 One R und nicht die GoPros im Mittelpunkt der Reise standen. Mit dem zweiten Video habe ich ganz bewusst verschiedene Kameras eingesetzt und die Aufnahmen miteinander gemischt. Also hier kommt dann verstärkt die GoPro zum Einsatz und natürlich auch das neue Smartphone Oppo Find X2 Pro, das brandneu ist. Diese Mischung zeigt dann allerdings auch den doch deutlichen Qualitätsunterschied zwischen den 4K-Aufnahmen einerseits und den 360-Grad-Aufnahmen in HD. Gut, diese Beschränkungen sind einem eigentlich schon vorher klar, aber was nicht klar ist, ist, dass die Software, die ja nun unbedingt notwendig ist, um 360-Grad-Aufnahmen konvertieren zu können, dass diese Software Studio 2020 nach dem Update nicht unbedingt besser geworden ist, selbst wenn sie jetzt Deutsch kann. Sie hat jede Menge Bugs und sie müsste dringend überarbeitet werden. Da wir gerade bei Softwareproblemen sind, auch die Steuerungssoftware hat zumindest in Android ganz erhebliche Probleme. Während die Kameras sich mühelos mit dem Smartphone verbinden, egal welches das ist, Samsung, Xiaomi oder Oppo, so kann die App, die die Kameras steuern soll, trotzdem die Kamera nicht finden und müht sich da endlos ab. Kommen wir zu den positiven Sachen. HDR ist möglich, Lock ist möglich. Und beides ist richtig gut. Die Stabilisierung ist exzellent und die Lensflare-Probleme sind gering, jedenfalls geringer als bei dem sündhaft teuren Oppo. Also insgesamt kann man ein durchaus positives Fazit ziehen. Die 360-Grad-Filmerei ist eine Bereicherung, aber sie wird die normale Filmerei nicht ersetzen. Okay, viel Spaß bei diesem Video. Thank you.
Thank you.
What?